Rechtzeitig vor dem Osterfest ist in Moorbach der Frühling ausgebrochen. Die Geschäfte hatten sich viel einfallen lassen, um beim verkaufsoffenen Sonntag das Einkaufen zum Erlebnis werden zu lassen. Wir können hier mal zeigen, was Moorbach so drauf hat im wahrsten Sinne des Wortes. Vielfach waren auch Osterhasen und andere Symboltiere für das Fest der Auferstehung zu sehen. Richtig voll wurde es am späten Nachmittag im Ortskern. Ob draußen oder drinnen in den Geschäften, überall war mächtig was los. Sehr zur Freude von Bürgermeister Gregor Eibes. Gerade in der heutigen Zeit ist es äußerst wichtig, dass man mit Events die Leute nach Moorbach lockt, ihnen zeigt, was Moorbach zu bieten hat. Denn das ist vieles, viele Fachhändler, die sich heute präsentieren. Und ich hoffe, dass sich das niederschlägt in den kommenden Wochen, dass viele wiederkommen nach Moorbach, um hier einzukaufen. Eine besondere Attraktion war ein 80 Meter langer Apfelstrudel, der reißenden Absatz fand. Auch sonst war fürs leibliche Wohl ausreichend gesorgt. Abtrainieren konnten Besucher die Kalorien, indem sie anschließend kräftig in die Pedale traten und dabei Strom erzeugten. Und schließlich kamen auch die Kinder auf ihre Kosten. Ob beim Kinderschminken, beim Malen oder aber auf dem Kettenkarussell.